Hallo, ich bin der Stefan, ein Schweizer in den Philippinen. So, ich bin mal wieder ein bisschen auf der Baustelle, am Rummeckern, wie es gehört. Ich will euch mal kurz zeigen, was so passiert, wenn man so nah an der Wahl ist. Also nächstes Jahr sind ja, ich glaube, ist mehr Kommunalwahl, also nicht der Präsident, sondern halt alles unter drauf steht zur Wahl an. Das sind die Bürgermeister, die Senatoren, Kongressmänner und all das. Und es ist immer wieder interessant, was dann passiert, auch in den verschiedenen Barangays oder verschiedenen Orten halt innerhalb der Gemeinde. So oft werden dann plötzlich Projekte, wie zum Beispiel Straße gemacht, Straße geflickt, die man vorher eigentlich ignoriert hat. Oder es werden andere kurzfristige Projekte gemacht, die einfach macht ja etwas. Das Problem ist nur, es passiert halt nur, was soll ich jetzt sagen, ein bisschen da, ein Pflasterle da, ein Pflasterle da. Es ist nicht, man sagt jetzt nicht, ich mache die Straße im ganzen Quartier, sondern es wird halt nur ein Stück gemacht. Und ich vermute, das ist das gleiche hier mit der Straße, wo ich jetzt da bin. Da hinter. Die haben sie jetzt auch alle neu gemacht. Natürlich, ich bin froh, dass jetzt die Straße hier gemacht ist, aber die Querstraße weg, ne. Wäre wahrscheinlich zu viel gewesen oder zu viel kostet, ich weiß es nicht. Und so ist es mit vielen Sachen hier halt, gerade wenn es um, ja, wenn es um die Wahl geht. Man weiß es alle, es geht relativ viel Geld in die falschen Orte oder verschwindet oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Leider gehört es zu dem Land. Man kann sich jetzt streiten, ist es gut, ist es schlecht. Wenn der politische Wille fehlt und mit dem sogenannten under the table, also unter dem Tisch, in der ganzen Gesellschaft funktioniert und man auf der einen Seite das schon fast erwartet, ist es ein sehr, 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 sehr tiefes Problem, das da existiert. Und wir können uns noch so aufregen, auch bei uns passiert nicht alles so, wie es sollte. Hier ist es einfach sehr offensichtlich, aber irgendwie gehört es zur Gesellschaft hier. Es ist einfach die Gesellschaft, wie sie ist. Ob wir es nun mögen oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Wir können es so nicht ändern, weil das, die Zeit, um das zu ändern, das haben wir gar nicht. Auch den Einfluss, den haben wir gar nicht. Und wir müssen uns halt auch damit arrangieren. Und ja, auch bei mir hat meine Frau schon unterm Tisch gearbeitet. Jungs, ob ihr es noch mögen oder nicht, es ist wie es ist. Und wie gesagt,
akzeptierter ist, wenn auch mit Zähnen knirschen. Ihr könnt so nicht ändern. Hier ist ja das nächste Projekt, das ist ein Projekt vom Bürgermeister und Barangay hier. Da ist so ein, ich weiß noch nicht genau, was sie da alles machen oder was das denn da innen sein soll. Warten wir mal sehen. Aber ich denke, das hat auch wieder mit Wahlen zu tun, weil im Moment in dem Quartier, da wir uns hier befinden, sind in letzter Zeit sehr viele Bauaktivitäten. Das heißt, es zieht, es kommen Leute her. Und ich vermute mal, dass es von der Größe her und vom Landpreis und sowas da ist, nicht die ganz Armen sind, die jetzt so sich langsam ein bisschen breit machen. Und ja, mal gucken, wie denn das wird. Mal gucken, ob die dann auch ein bisschen das Gefühl haben, das braucht ein bisschen Ruhe oder. Ja, schauen wir mal, was so geht. Ich hab's noch nicht im Griff. Ich habe gesehen, da ist eine Fruchtschale am Boden von der Frucht. Ich sehe aber den Baum nicht dazu. Darum habe ich kurz rumgeschaut. Bananen hat es natürlich da viele. Also, da seht ihr Bananenstaude, Bananenbäume. Bis zum geht nicht mehr raus. Wenn ihr hungrig seid, da ganze eine halbe Plantage. Wobei dort hinten seht ihr, es sind noch Bananen am Baum, am Wachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft Bananenbäume tragend sind. Dahinter ist nochmal, also da oben hängt auch ein bisschen. Also ja. Es gibt sie durchaus, die Bananen. Allerdings sind es jetzt nicht die Chiquita-Bananen, die wir gewohnt sind, die langen, gell? Sondern die sind hier entweder Kochbananen oder dann sind sie mehlig oder nicht ganz so süß. Die ganz süßen, die sind eher klein. Also die uns bekannte Banane, die langen Chiquitas, die gibt es hier eigentlich eher nicht. Oder wenn, dann nur ganz vereinzelt. Aber ja. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt, gell? Und wie gesagt, man muss sich hier, wenn man das, sich das hier als Zuhause aussucht, muss man sich halt mit gewissen Sachen abfinden oder gewissen Sachen, wie soll ich sagen, arrangieren, die man vielleicht oder die einem vielleicht nicht unbedingt zusagen. Auch jetzt hier zum Beispiel, da im Wald drinnen, Müll, habe ich schon andere Orte gezeigt. Müll wird einfach weggeschmissen. Das ist ja nicht. Ich bin so weit, weil klar, ich kann für mich schauen, dass wir Müllabfuhr und Recycling, also sagen wir mal Mülltrennung in Plastik und Bier und weiß nicht alles, dass man das macht und das auch abholen lassen. Das kann man, muss man aber auch arrangieren. Also es kommt nicht einfach einer vorbei und sagt, ich hole dir jetzt mal den Müll ab. Sondern man muss dann doch einer aufbieten und sagen, komm, kannst du meinen Müll haben. Ich zahle dir noch was. Natürlich wird man solche Sachen machen, aber im Endeffekt ist halt auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die Gesellschaft an sich
interessiert es nicht. Wenn man es darauf hinweist, sagt ja, schlimm und alles, aber selber macht es nicht. Das Gleiche mit den Tieren, Katzen, Hunden. Ich habe sie draußen auf dem Tisch gehabt, wo er nach Futter gesucht hat, auf dem Kocher oder im Haus drinnen. Und da war mir natürlich dann mit der Zeit zu viel. Und da habe ich Katzenfutter und Hundefutter gekauft. Wir haben gesehen in der Shorts die Katzenfamilie mittlerweile. Aber ich habe keine Katzen mehr auf dem Tisch, ich habe keine Katzen mehr in der Hütte drin, die irgendwo nach Futter suchen oder sonst irgendwas. Ich habe Ruhe. Aber ich weiß, wenn man dann endlich in unser Haus geht, die werden es nicht weitermachen. Und dann haben sie halt wieder das Kleid, das Theater wie vorher. Ich bin jetzt im Moment im anderen Haus unten so Ameisenbekämpfung zu machen. Ich habe mittlerweile glaube ich etwa ein bis zwei Nester weggekriegt. Aber ich weiß auch, wenn wir weg sind, es kümmert keine Sau. Und ich finde das schade, aber ich weiß nicht, woran es liegt, dass ihnen das so egal ist. Weil kostet es wenig, der Aufwand ist gering. Aber es müsste halt jemand machen. Und genau das ist das Problem, es ist nicht meins, also interessiert es mich nicht. Geht so in die Theorie rein. Aber eben, wie gesagt, das sind einfach Dinge, die gehören dazu, die gehören irgendwie zum Land. Und ja, so ist es. Und so wird es auch eine lange Zeit bleiben, bis sich da was ändert.